In der Türkei hat die sozialdemokratische Oppositionspartei CHP bei den Kommunalwahlen abgeräumt. Ein herber Rückschlag also für Präsident Erdogan von der AKP. Im ganzen Land verlor seine islamisch-konservative Partei Wähler. Damit ist die AKP erstmals seit ihrer Gründung bei den Kommunalwahlen nur zweitstärkste Kraft. Die Stimmung bei den Erdogan-Unterstützern scheint also im Keller zu sein. Schlappe für Erdogan. Seine islamisch-konservative AKP verliert bei den Kommunalwahlen fast im ganzen Land. Selbst in der Provinz liegt sie hinter der sozialdemokratischen CHP. Und das, obwohl dort eigentlich die Konservativen dominieren. Bei Erdogans Auftritt nach der Wahl versammeln sich trotzdem scharenweise Unterstützer, schwenken eifrig Türkei-Flaggen. Der 31. März ist nicht unser Ende, sondern ein Wendepunkt. Das türkische Volk hat mit dem Stimmzettel seine Nachricht an die Politik mitgeteilt in den Kommunalwahlen vom 31. März. Yine sandığı vesile kılarak mesajlarını siyasetçilere ulaştırmıştır. Erdogan nimmt das vorläufige Wahlergebnis an und damit auch, dass seine Wähler nicht mehr hinter ihm zu stehen scheinen. Die Zähne ausgebissen hat der türkische Präsident sich auch an seinem selbstgesteckten Ziel, Istanbul zurückzuerobern. Ein herber Rückschlag. Schließlich war Erdogan selbst mal Bürgermeister der Metropole. Stattdessen jubeln die Istanbuler nun für den Sozialdemokraten Ekrem İmamoğlu. Bir kişinin. Die Behörden haben die Anweisung von den Bürgern bekommen, dass ab heute die Einpersonenherrschaft vorbei ist. Es ist vorbei. Die Republik und Demokratie geben Vollgas. Grund zum Feiern gibt es auch in den kurdischen Provinzen. Dort räumte die prokurdische Partei DEM ab. Die Kommunalwahlen sind ein Hoffnungsschimmer für die unterdrückte Volksgruppe sowie Demokratieverfechter zugleich. Und wir blicken auch direkt nach Istanbul zu Carolina Drüten. Guten Morgen, Carolina. Dass Erdogan in den Metropolen nicht so beliebt ist, ist keine wirkliche Überraschung. Aber seine Partei verliert auch in der Fläche. Erklär uns, woran das liegt. Ja, also diese Entwicklung, die wir hier gestern gesehen haben, die haben wohl so selbst den größten Optimisten im Oppositionslager überrascht. Ich war da bei der CHP-Parteizentrale hier in Istanbul und da konnte man es selber eigentlich gar nicht so recht glauben, als sich die ganze Karte auf einmal im Westen sehr rot färbte, in anderen Provinzen in anderen Farben, aber eben das Gelb der AKP, also von Erdogans Partei, immer weiter zurückging. Und das hat mehrere Gründe. Also zum einen wird Erdogan nicht nur von links angegriffen, sondern auch von rechts, nämlich von der neuen Wohlfahrtspartei, einer kleinen, extrem islamistischen Partei, extrem konservativen Partei, die ihm wichtige Stimmen abjagen konnte, auch in zwei Provinzhauptstädten sogar gewonnen hat. Also das ist auf jeden Fall etwas, was Erdogans Lager zersplittert hat. Und davon hat Erdogan dann am Ende eben verloren. Zum anderen die Wirtschaft. Also hier in der Türkei, das Land befindet sich seit Jahren in einer Währungskrise. Das Leben ist sehr teuer geworden für die Menschen. Und einige in der AKP glauben eben auch, dass deshalb der Präsident bzw. seine Partei abgestraft worden ist. Ja, und zu guter Letzt, das lag natürlich auch an den Kandidaten, also an jene, die sich eben haben aufstellen lassen für die Bürgermeisterwahl im Oppositionslager, das ja auch in sich sehr zersplittert ist. Letztes Jahr, da hat die Opposition ja groß verloren in der Präsidentschaftswahl. Das war jetzt anders. Also diese Kandidaten, die konnten offenbar die Menschen ansprechen. Und der Präsidentschaftskandidat von letztem Jahr, der gilt als sehr uncharismatisch. Also wahrscheinlich hat die Opposition letztes Jahr auch deshalb verloren. Das hat sie jetzt besser gemacht. Du beschreibst also, dass es von vielen Seiten Konkurrenz und Druck für Erdogan gibt. Neigt sich denn dann damit die Ära Erdogan wirklich komplett dem Ende entgegen? Also ich habe diese Prognose tatsächlich gestern mehrmals gehört. Man muss da immer ein bisschen vorsichtig sein. Also was dafür spricht, ist, dass er so breit in der Masse verloren hat, beziehungsweise seine Partei. Es gibt also offenbar in dem Lager keine Person außer ihm. Er selbst ist immer noch relativ beliebt, die aber die Massen mitnehmen können. Und das ist natürlich für eine Volkspartei wie die AKP erstmal nicht gut.
Dann gibt es hier den Istanbuler Oberbürgermeister, der jetzt wiedergewählt worden ist, Ekrem İmamoğlu, der sehr, sehr beliebt ist beim Volk. Und wie der gestern hier aufgetreten ist, also wir haben uns das angeschaut, wie der seine Rede gehalten hat, da hat man schon gemerkt, also der hat einen Machtanspruch, einen Führungsanspruch und die Leute, die finden den auch gut. Wenn also ein solcher Kandidat aufgestellt wird für die Opposition, dann kann das ganz anders aussehen als im letzten Jahr, wo es ja eben diesen uncharismatischen Kandidaten gab. Andererseits muss man sagen, ich habe letztes Jahr mit İmamoğlu sprechen können vor den Präsidentschaftswahlen und da sagte er, also die Ära Erdogan, die neige sich nun wirklich zum Ende zu. Man habe das bereits gesehen in den Kommunalwahlen 2019, als er auch schon Bürgermeister geworden ist, was damals schon eine große Überraschung war. Und wir wissen alle, wie es gekommen ist. Erdogan hat trotzdem gewonnen, also man sollte diesen Mann nie unterschätzen, aber der Optimismus ist trotzdem groß hier im Oppositionslager in der Türkei. Vielen Dank für diese aktuellen Informationen aus Istanbul. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.